Bibelstadtgärtner. Eine Kartoffelpflanze, wir reden jetzt in einem zweiten Video darüber. Ganz wichtig ist, was hier die Frage war, häufeln wir die Kartoffeln an? Die Kartoffel hat eine Besonderheit oder es gilt eigentlich für alle Pflanzen. Wir erhalten im Jahr eine gewisse Menge Energie und die verteilt sich auf eine gewisse Menge Früchte. Ob wir jetzt sehr viele Früchte haben oder sehr kleine und sehr wenig große, an der Masse der Früchte und Knollen ändert sich insgesamt nichts. Das heißt, wenn ich die Kartoffel anhäufe, dass ich mehr Früchte habe, habe ich kleinere Kartoffeln, aber trotzdem in der Gesamtmenge genauso viel. Meistens ist es besser, wenige große zu haben, die lassen sich leichter schälen und leichter damit umgehen. Wenn ich möchte, dass ich große Kartoffeln habe, muss ich kleine Kartoffeln setzen. Wenn ich will, dass ich kleine Kartoffeln habe, muss ich große Kartoffeln setzen. Idealerweise sollte eine Kartoffel ungefähr so groß sein, also 2,5 cm Durchmesser. Wenn die Kartoffel groß ist, kann man sie auch in Stücke schneiden und in die Stücke eingraben. Die wachsen auch zu vernünftigen Kartoffeln heran. Also wenn ihr nur große Kartoffeln habt, dann teilt die in 4 oder 6 Teile, grabt sie in den Boden ein, da wachsen auch wieder neue Kartoffeln heraus. Deswegen achtet daran, wenn ihr viel ernten wollt, versucht es nicht wie hier alles dicht zu pflanzen, erntet nur noch viel kleine Pflanzen, weil pro Quadratmeter wächst nur eine gewisse Menge Pflanzenmasse. Das gilt für alle Gemüsepflanzen, es ist ganz wichtig, die ausreichenden Pflanzenabstände zu lassen. Damit wünsche ich euch viel Spaß dabei, die überzähligen Pflanzen herauszujäten.